Test. Okay, man hört mich. Sehr gut. Alles klar. So, dann, hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation heute. Wir sind das Team Studiers. Oder? Studiers. Ja, genau. Wir werden euch heute etwas zeigen, was uns persönlich nicht nur quasi als Herausforderung, die wir uns ausgesucht haben, sondern was uns, ja, was unser Herzensbegehr ist, was uns wirklich einen Mehrwert bringt. Deswegen zeigen wir euch heute quasi unsere Preissuchmaschine für Universitäten und für Hochschulen. Genau. Das ist unsere schöne Anwendung, die ihr sehen könnt. Wir suchen jetzt einfach mal was, so eine Studienrichtung, die uns gefällt. Wir sind in Ägypten gewesen und haben total Lust, uns mal mit Ägyptologie zu beschäftigen. Und wenn mein Kollege das auch gleich richtig eingibt, seht ihr gleich. Perfekt, wir haben genau hier eine Auswahl aller Universitäten und Hochschulen, die sich mit dem Thema Ägyptologie befassen. Und dann nehmen wir uns einfach mal eine Universität raus und haben hier die Uni Göttingen. Wunderbar. Okay, was seht ihr hier? Wir haben uns das Ziel gesetzt, wir möchten den Workflow von der Suche einer Universität, die zu uns passt, möglichst optimieren. Wir möchten das auf das kürzeste Niveau halten und uns mit den wichtigsten Informationen direkt befassen können. Wir möchten sie direkt sehen, und das haben wir hier zum Beispiel an der Universität Göttingen, wie ihr sehen könnt. Wir haben mehrere Suchmaschinen benutzt, um eben unsere Informationen zu bekommen. Wir sehen hier direkt mehrere Rankings, die wir haben, mit den wichtigsten Inhalten, die uns als Student natürlich interessieren. Das wären zum Beispiel die Studieninhalte, Lehrveranstaltungen, Dozenten, aber auch so andere Sachen wie zum Beispiel Mensen und Freizeit, die von anderen Studenten bewertet worden sind. Des Weiteren, wenn wir sagen, okay, die Uni gefällt uns, die Statistiken sind super, kriegen wir auch gleich weitere Informationen, natürlich intensiviert auf das Wichtigste, was uns interessiert bei der Suche, das soll ja ein relativ schneller Prozess sein, also haben wir auch hier die Informationen über den Ort, das direkt eingeblendet, sodass man auch direkt sehen kann, wo wir hin müssen. Auch über den Link zu der Universität, die wichtigen Informationen. Auch gut zu wissen ist natürlich, was ist eigentlich der Schwerpunkt der Universität, beziehungsweise was hat die Universität dann eigentlich so alles anzubieten. Deswegen auch hier alle Studiengänge, hier auch aufgeteilt in Bachelor und Master. Also gelb ist Bachelor, grün ist Master. Und ja, sieht man auch gleich, wo ungefähr der Fokus liegt. Also auch hier wieder gebündelt Informationen, kurz und knapp. Und ja, wenn wir noch weitergehen, haben wir auch noch ein super Feature, weil meistens ist ja so, wenn man auf eine Universitätsseite geht, das erste, was man sieht, sind zig Informationen, die einen eigentlich gar nicht belangen, beziehungsweise man muss sich durchhangeln. Hier haben wir sogar Live-Feedback, beziehungsweise Live-Kommentare von den jeweiligen Studenten, die dort waren. Genau, und ja, wie man sehen könnt, ich habe ein bisschen eine positive Erfahrung gemacht, das zeigt auch gleich, gefällt es oder nicht. Das ist unser Herzensbegehr, das war unser Mehrwert. Weil wir sind gerade auf der Suche nach dem Master und deswegen top. Wie wir auch hier sehen können, das Ganze ist auch natürlich für den Mobile-Bereich. Ihr seht alles klar, ihr habt die ganz wichtigsten Informationen. Wenn ihr euch damit helfen könnt, nutzt es. Wenn ihr auf der Suche seid, benutzt es wirklich, weil es ist für euch. Fragen von der Jury? Ja, vielen Dank schon mal. Interessante Präsentation, interessantes Tool. Ich übergebe direkt an die Jury für Fragen. Wo kommen die Live-Kommentare her? Beziehungsweise, ja. Die sind quasi, wir scrapen halt diese ganzen Bewertungsseiten, also unicheck.de, studicheck.de, studieren.de und so weiter. Und dort gibt es ja schon Kommentare von den Studenten. Und wir geben quasi mal die ersten paar Sätze vor und dann kann man hier auch draufklicken und kriegt quasi einen vollen Artikel mit, okay, das war die Alina, die ist irgendwie in der Altersgruppe, steht irgendwo drin und hat das so und so bewertet, hat dann studiert. Aber wir wollen halt einen Fokus auf das Wesentliche halten, eine kurze Zusammenfassung, die man schnell evaluieren kann. Ist es gut oder nicht? Danke. Genau. So weitere Fragen? Habt ihr auch schon Informationen über die Fachschaften oder so zum Beispiel? Also das wäre halt, glaube ich, aus meiner Perspektive halt geil, wenn man auch sehen könnte. Also einerseits, zwei Dinge habe ich, glaube ich, was für Spezialisierungsgebiete es dort hier gibt. Und ob die Kombinationen sind, die möglich sind, weil die ja vom Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich sind, also natürlich, dass du Sport nicht mit Deutsch kombinieren kannst oder sowas. Das wäre vielleicht auch noch relevant. Und ja genau. Und dann noch, wie man zu den Fachschaftsinformationen kommt. Okay. Zu Punkt. Also zum Punkt 1, die Daten tatsächlich sind schon vorhanden. Für uns war es wichtig, wir hatten nur 24 Stunden Zeit, also wir haben nur wenig Zeit gehabt. Das heißt, der Fokus war, also es ging relativ viel Zeit dafür auf, dass wir die erforderlichen Daten natürlich erstmal beziehen können. Wir haben jetzt nur einen kleinen Teil hier ausgewertet von den eigentlichen Daten, die wir schon im Backend haben.
Und ja, zur Analyse von den Spezialisierungen, auch das ist jetzt schon möglich, quasi, müsste nur noch visualisiert werden. Wichtig ist aber auch hier nur, hier geht es wirklich nur um die Kerninformationen. Also wir wollen den Workflow so klein wie möglich halten, dass wenn man sich tatsächlich dafür interessiert, man sieht die Rankings, okay, man fühlt sich angesprochen von der Universität, dass man direkt mit weiterführenden Dings sich intensiver damit beschäftigen kann. So kann man wirklich innerhalb von kürzester Zeit, muss man sich nicht durch Tabs angeln, sondern man hat immer direkt den Fokus drauf, ist cool, ist nicht cool, passt zu mir, passt nicht. Ja. Letzte Frage. Okay. Vielen Dank, erstmal ein schönes Tool. Was passiert, wenn man dann die Word Clouds reinklickt? Werden dann nochmal Also momentan noch nichts. Das ist halt ein Aussprachstufe X. Also was könntet ihr euch da vorstellen? Also da wird quasi dann nochmal die Info runtergebrochen auf den Studiengang. Also wie haben die Leute, die diesen Studiengang studieren, bewertet? Mhm. Und eben auch weiterführende Links, wo kann ich mich bewerben? So. Und wo ist die Fakultätsseite irgendwie dazu? Es gibt auch wirklich sehr, sehr intensive Studien, da wird die bestätigt auch. Es gibt auch mehr Statistiken dazu, über eben wie viele Abbrecher denn auf der Universität waren und so. Das könnte auch eine wesentliche Rolle dabei spielen, also im Studiengang. Also das können wir natürlich auch noch weiter vorsehen. Möglichkeiten sind da jede Menge und es ist leider nur die Zeit, die jetzt da haben. Aber gut. Zeit, perfektes Stichwort.